Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Ja, wir hängen immer noch hier fest und ihr könnt schon sehen, es hat sich hier nichts geändert. Ja, ich habe ja in der letzten Folge gefragt, für welchen Platz habt ihr euch entschieden? Und ich hatte hier einige Plätze. Komm, man könnte sogar da hinten die Ruine benutzen und oder dort. Aber, ja, ich bin dankbar für jeden Kommentar, alles was ihr geschrieben habt. Discord, Instagram, danke. Dennoch muss ich erstmal das hier benutzen, weil ihr habt gesehen, was da unten passiert ist und es darf dort wirklich nichts spawnen. Ich habe gute Plätze von euch bekommen, ey, auch wo nichts spawnt. Dennoch werden wir das hier jetzt erstmal benutzen, ne? Und ja, wir haben etwas vor. Also, ich habe eben gerade nochmal diesen Item-Collector gecraftet. Ich habe schon was aufgenommen, dennoch ohne Sound. So, und das würde halt dementsprechend dann so sich anhören. Da! Nein, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ach man, ich bin doch doof. Ich muss einmal übers ganze Meer rüber. Ja, deswegen, was haben wir vor? Ja, wir werden jetzt da ganz hinten zum Vulkan gehen. Wir brauchen Kaktussaft. Denn, ich kann euch das mal kurz zeigen. Und zwar hier ist das Geheimnis drin. Treibstoff. Das ist dieses Propellant oder wie es heißt. Wir brauchen aber Kaktussaft. Und wir brauchen noch einen kleinen Ticken Öl, weil ich alles ausgegeben habe, oder? Ne, ein bisschen haben wir noch. Okay, ja, wir brauchen jetzt etwas und ja, jetzt heißt es erstmal ganz kurz auf zum Vulkan. Dauert halt ein bisschen, weil mit ihm hier, ja, er kann leider nicht schwimmen, er geht nur unter. Dennoch halt, krasse Maschine. Ach, guck mal, Öl haben wir bekommen. Einfach Tech-Dinos töten. Ach, was ich jetzt erst bemerke, schaut mal. Man kann ja von links und nach rechts einfach so laufen. Okay, rückwärts ist ja klar. Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass jetzt alles gut läuft, denn ich habe ihn hier. Wir müssen kurz darüber und das bedeutet, ich kann nicht... Oh, hab ich mich erschrocken. Wir können nicht... Ja, schwimmen. Wir machen mal schnell, ja? Ah, wir können schnell so rüberkommen. Also ist ja auch schon mal gut für uns. Zack. Dann nochmal zack. Einmal übers Meer rüber. In 0, nichts. Hi, Kinders. So, Kaktus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ach, hier sind sie ja schon. Sorry, geh mal weg. Oh, wait. Komm, gib mal. Ja, let's go. Okay, dann holen wir uns jetzt ganz kurz hier einen Kaktussaft ab. Und dann sollten wir eigentlich gleich wieder nach Hause, oder? Okay, wir müssen mit der Axt drauf. Gibt einen Ticken mehr. Na, mal gucken. Du kommst mit, ja? Was gibt's hier? Okay, das sind Dorn, unsichtbare. Okay. Nehmen wir mal einiges mit. Weil wir brauchen wirklich einiges davon. Aber geile Gegend hier. Sieht sehr, sehr tödlich aus. Ah. Guck mal, hier gibt es sogar Öl. Hier, dann verbringe ich doch mal ganz kurz meine Zeit hier. Stimmt, das kann ich ja sogar essen. Nice. So, ach, guck mal hier. Ich denke mal, das werden genug Kaktusse sein. Und dann haben wir eigentlich alles. Oh, eine Fontäne. Schön. So, wie viel haben wir denn? 690. Ich denke mal, das sollte eigentlich genügen. Wir können jetzt ganz kurz noch ein bisschen Öl mitnehmen. Und dann reicht das eigentlich. What the hell? Ist das Lava? Was sind das für Geräusche? Was ist das? Also, ich weiß zwar nicht, ob ich hier von trinken kann oder so. Aber hier kommen weirde Sounds her aus diesem Stein. Oh mein Gott! Hi! Hey, was macht der denn hier? Hey, dich kann man doch safe abbauen, oder? Na, come on. Irgendwas kann man doch mit dir machen. Deathwormhorn? 6 Stück? Ah, da kommt bestimmt das Blubbern her. Ah, bei dem anderen konnte man gar nichts halt sehen. Bist du böse? Ne, gut. Danke. Dann sind wir hier schon mal fertig. Ich weiß zwar nicht, welche Dinos hier gestorben sind, aber wir sind hier nicht gestorben. Eigentlich ziemlich chillige Gegend hier. Nicht ein Mod-Dino so wirklich. Und ja, das heißt jetzt, wir müssen jetzt kurz auf nach Haus. Und dann eventuell geht's rüber zur Zwergenmine oder wie es heißt. Mal gucken. Hallo. Im Wasser? Was verdammt nochmal war das? Wait. Warte. Sehen das meine Augen gerade richtig da hinten? Hat er Kanonen drauf? Nein! Ich wusste es, verdammt nochmal. Das kann nicht sein.
Wie schnell? Ey, ich wollte gerade noch pushen. 12.000, 50.000. Na, Mahlzeit. Okay, ich versuche irgendwie da kurz rüber zu schwimmen. Ich brauche meine Sachen. Ach, Sünde, Enforcer. Was jetzt auch noch doof gelaufen ist, dass meine Rüstung sogar kaputt ist. Ah! Hä? Was passiert? Das kann jetzt nicht sein, oder? Hi. Das war gerade alles, was ihr gesehen habt. Das war ein Bug. Ja, das war ein Bug. Okay. Okay, gut. Ich hatte vorhin schon was aufgenommen. Also, aufgenommen, Anführungszeichen. Ich habe aber keine Aufnahme gedrückt. Ja, Alpha Enforcer lebt noch und Papagei lebt auch noch. Also, von daher ist nichts passiert. Vergiss das, was ihr vorhin gesehen habt. Und ja, jetzt gehen wir ganz kurz nochmal hier hin. Und werden halt dieses Ding hier jetzt erstmal herstellen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal das hier. Und dann gucken wir erstmal, ob alles funktioniert, ja? Ja, gut. Ich bin zufrieden. Nee, ey, come on. Da ich jetzt gerade nicht allzu viel Motivation habe, so, musste ich das tun, damit ich nicht ganz verloren bin, ja? Okay, verzeiht mir wirklich, verzeiht mir, aber ich muss besser aufpassen. Na, guck mal, 100 Stück. So, und damit sollte eigentlich alles funktionieren. Dann wollen wir doch mal gucken. Also, hat hier jemand schon irgendwas gelegt? Irgendwas? Das sieht irgendwie nicht so aus. Okay, pass auf. Dann, bam. Okay, aktivieren. Okay, Collect Ops. Na, würde ich sagen, alles, wa? Jetzt aber die Frage, wie lange hält denn sowas? Ha, das wäre auch noch gut. Warte mal, es funktioniert gar nicht. Oder hat hier niemand was hingelegt? Hallo? Ja, doch, hier liegt doch sogar Code. Dann sammle es doch ein. Show Range. Na doch, guck mal, das geht sogar bis da hinten hin. Eieieiei. Aber er macht nichts. Ah, guck mal, jetzt funktioniert es. Okay, es funktioniert wirklich. Da bin ich schon mal zufrieden mit. Jetzt haben wir aber noch etwas vor. Wir brauchen hier einen Megaraptor, elemental. So, und... Okay, wir müssen jetzt Mitte komplett nach oben. Weil da gibt es so eine Schmiede. Also eine Zwergenschmiede oder was das auch immer sein soll. Da werden wir jetzt uns hinbegeben, okay? Ich hoffe, alles wird gut. Ach, ich bin ja nackt. Na, egal. Ah, nee, ich bin ja nicht mehr nackt. Stimmt. War ja nur wegen dem Bug so. Was war das jetzt? Was war das? Okay, aber egal. Vorsichtig. Oh, Kacke. Es darf nichts schief laufen hier, ja? Wir hauen einfach ab. Wir hauen einfach ab. Wir wollen nur zur Schmiede hin. Warte mal, was bist du? Sorry. Hallo? Ah, ich hab echt keinen Bock hier irgendwie komplett zu sterben, bitte. Ah, hinter jeder Ecke kann ich sterben. Guter Drache, guter Drache, guter Drache. Schöner Drache. Ich glaube, wir sind richtig hier, oder? Warte, das kenne ich doch hier. Ich glaube, wir müssten eigentlich da sein. Oder nicht? Okay, wir sind im... Doch, wir sind da. Wir haben es erreicht. Okay. Ich hoffe, hier wird jetzt alles gut laufen für uns. Ja, komm, jetzt häng doch nicht überall fest hier. Danke. Ah! Ich höre schon wieder explodieren. Ach, come on. Okay, da, hier sind wir. Hier sind wir. Okay, die Zwergenhöhle oder die Zwergenmine. Eieieiei. Ei, es ist zu gefährlich hier. Also, hier wurde auch... Ich glaube, wir sollten weg. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock. Oh Gott. Hier wurde geschrieben, dass es hier zwei Seiten gibt. Eine gute und eine... also ein Dungeon und einmal, wo man sich reinbauen kann. Und... Ja, okay, dann lass uns jetzt einfach nur kurz reingehen. Wir werden jetzt nur kurz einen Abstecher machen, okay? Wir werden jetzt nichts größtenteils da irgendwas machen, weil ich will jetzt nicht sterben, okay? So, deswegen halt. Alles klar. So, man kann hier halt hin, gut. Ich weiß zwar nicht, warum man schreibt, dass man sich hier wirklich reinbauen kann, weil das sieht hier gerade echt nicht rosig aus. Nee, und zwar sieht das gar nicht rosig aus. Was verdammt nochmal ist das hier? Das ist doch keine Mine. Hallo? Okay, warte mal. Es sind wirklich zwei Abteilungen. Ist das hier vielleicht gemeint mit zum Reinbauen? Nee, das sieht aus wie ein Dungeon. Okay, wir gehen mal kurz andere Richtung, okay? Gehen wir mal ganz kurz hier hin. Die Sicht ist manchmal echt... Hi, Alpha-Spinne! Hi.
Stop it! Oh, stop it, stop it. Sehr schön. Okay. Ich glaube, das hier wird mit gemeint mit zum Reinbauen. Aber das ist... Also es ist zwar cool, dennoch spawnen hier Viecher und das ist mir schon wieder zu riskant. Ich glaube, hier aus dieser Mine wird's nichts. Aber ansonsten, ja, es sieht hier wirklich gut aus. Es sieht... What the hell is that? Achso, Tarantula. Okay. Ey, aber das Coole ist, hier gibt es sogar Metall. Kann ich das vielleicht mit dem hier abbauen? Oh, das wäre so cool gewesen, ne? Aber nein. Uns bleibt vieles verwehrt. Ach, guck mal, und wo ich das jetzt gerade sehe. Guck mal, da ist ja eine Wand. Da hätte ich ganz gerne so Schriften eingebaut. Also, wenn das jetzt meine Map wäre. Aber ich weiß, es kostet zu viel Zeit. Was ich hier nochmal sagen wollte zur Höhle. Ich mag das ja auch. So an sich die Höhle. Dennoch, ich mag gern... die Freiheit. Wenn ihr versteht, was ich meine. Kann man das da vielleicht abbauen? Achso. Okay, denke mal eher weniger. Gut, hier oben vielleicht noch irgendwas? Irgendein Secret? Nein, gar nichts. Wait! Das ist ein Töten! Hallo! Okay, das ist natürlich verdammt cool gemacht. Du sollst draußen warten, gell? Komm raus. Na gut, ich hol dich da, okay? Sehr schön, komm. Wait! Hallo? Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Kannst du mal... danke. Ja, der muss jetzt von alleine irgendwie hier rauskommen. Komm mit, folge mir. Hallo? Ja, klar. Boah. Fast ein Herzinfarkt bekommen. Okay, wir gehen wieder raus hier, ja? Wir suchen jetzt nach einem Megaraptor. Achso, das ist ein normaler. Das ist ein ganz normaler, okay. Ey, den könnten wir sogar mitnehmen. Ah, okay. Ah, ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Das wird safe wieder schief gehen. Ich weiß es. Ich gebe mir aber Mühe. Ich passe auf. Komm her hier. Ja, ja, komm, komm, komm. Gut, komm, 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 komm. Enforcer, bleib ruhig, bleib ruhig. Schön ruhig, Kleiner. Schön ruhig. Da! Runter mit dir! Runter! Oh Gott! Warte, wir müssen weg hier! Ich weiß nicht, was passiert! Kollege! Okay, mal, keine Ahnung, wie man die down macht, aber das war auf jeden Fall falsch. Das war falsch. Okay. Jetzt egal. Egal. Nicht ablenken lassen. Megaraptor. So, dann wollen wir doch mal... Der ist jetzt nicht über uns, oder? Das ist jetzt nicht über uns, oder? Wir gehen mal gleich gucken. Okay, hast du vielleicht schon irgendein Ei eingesammelt? Das kann nicht sein. Okay, okay, wir gehen mal kurz gucken. Vielleicht ist es ja nichts Gefährliches. Vielleicht. Ach du Kacke. Okay, es ist gefährlich. Was ist es denn? Megapithecus. 840.000 hat er. 840.000. Basic Boss Kibble. Nein. Du kommst gefälligst da runter, ja? Hallo? Affe? Ey, das ist nicht gut. Der kann von einem Ranger eventuell alles töten. Eieiei. Das ist nicht gut, dass der da ist. Der soll bloß keinen Krach da machen. Megaraptor. Wir müssen ihn suchen irgendwie. Ach, jetzt weiß ich, was mit Megaraptor gemeint ist. Ich dachte, es wäre ein Raptor einfach ein Megaraptor. Oder Featherlight. Aber kriegen wir hin. So, mal sehen. Sachen zum Einbauen habe ich auch, weil es wird problematisch. Ich kann es euch sagen, weil die machen Eisattacken. Also wenn die das sind. Und die geben, glaube ich, gut Elemental-Eggs. Dann wollen wir doch mal ganz schnell hinne machen, wa? Ich weiß halt nicht, wie lange ich es aushalte. Aber ist schon ein bisschen doof, dass wir diese Eisviecher nicht finden. Das ist schon echt mies. Okay, ich darf den Weg jetzt nicht vergessen. Gut, 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 gut. Das halte ich noch länger aus. Das halte ich noch aus. Ja, ja, halte ich auch noch aus. Rock Tricks, gar keinen Bock drauf. Aber ich habe keinen... Oh Gott, wir müssen weg hier. He's coming, he's coming. Okay, kann ich knicken. Ohne Anzug kommen wir hier wirklich nicht weiter. Zu viel Radioaktivität. Pteranodon, komm. Wir beide müssen jetzt gucken. Es muss doch hier irgendwo ein Featherlight geben. Es kann doch nicht sein. Überall auf irgendeine andere Map spawnen die, aber nicht hier, oder? Ice Griffin! Eisgolfin!
Eisgriffin! Du bist meine Rettung! Du gibst die Elementale-Ex... war schon am Aufgeben. Okay, jetzt müssen wir aber ganz kurz gucken, wie wir das jetzt bewerkstelligen. Es ist ein Eisgriffin. Das ist schwierig. Einfach, Raptor, du lebst ja auch noch. Ich glaube an dich, okay? Ich glaube an dich. Freunde, das ist jetzt unsere Rettung. Also es muss... Oh, oh. Okay. Warte, wir können... No! Nein! Ey, bitte nicht zum Griffin, ja? Ach du heilige Maria. Ich glaube, das wird's gleich mit ihm gewesen sein. Ey, Griffin, komm her hier! Griffin! Hallo! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Volle Konzentration. Einfach ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Einfach ganz ruhig bleiben. Was für ein Raptor bist du? Origin! Ich laufe einfach mal da... Oh Gott. Ich bin gerade komplett verrückt. Aber wir müssen ganz kurz nochmal da oben. Wir müssen den Affen kurz wegwinken. Okay. Ey. Das ist gut. Mit der Megapetikus stirbt? Wait. Der Griffin tötet ihn? Der Griffin hat ihn getötet? Oh mein Gott. Jetzt müssen aber seine Minions kurz sterben. Ja, wie soll ich den down machen? Da! Oh mein Gott, ich war doch gerade weg. Hey Griffin, kommst du hier runter? Hi. Hey, komm runter. Ja. Wenigstens mal. Okay. Greifst du mich an, wenn ich hier runtergehe? Bist du dann böse? Ja. Okay, aber komm mit. Oh mein Gott! Folge mir. Kannst du auch ganz kurz stehen bleiben? Ich will Freund mit dir sein. Es muss einfach funktionieren. Okay, er hört erstmal auf. Aber ich habe einen Plan. Okay. Sehr gut. Stimmt. Oh Gott, nicht sterben, Kollege, ja? Das wird er schon irgendwie überleben. Ich hoffe nur, wir überleben das. Also, hier gibt es eine Möglichkeit, ihn reinzulocken. Aber ich denke mal, der kommt da durch. Da! Wo ist die Base? Kommt er hier rein? Wait! Wo ist das Gebäude? Hä? Das war da vorher anders. Das war nicht so kaputt. Okay, pass auf. Ach, meine Leiche. Okay, der Griffin ist noch da. Pass auf. Wir machen das jetzt so, dass wir hier jetzt was aufbauen. Und dann... Gib ihn, ne? Es wird schon funktionieren. Also, er kann ruhig draußen bleiben, aber wir... Wir bleiben nicht draußen. Wir bleiben hier drin. Griffin! Okay, jetzt müssen wir nur kurz schauen, dass es wirklich gut läuft. Er will den Mammut anscheinend klatschen. Autsch! Hat es denn viel gebracht? Oh, er will mich, aber er ist genau dazwischen. Hallo? Ey, Phoenix, nicht Phoenix, Griffin, ne? Oh Gott, wo will er hin? Da, schnell durch! Kotaro! Oh Gott! Okay, es funktioniert! Oh. Es funktioniert aber, ist mir egal! So, okay, es funktioniert. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es funktioniert. Und wehe, du haust ab, Kollege, ja? Wehe, du haust ab. Ich sag's dir, ich krieg dich aber, egal wo ich dich finden mag. Okay, drück mir die Daumen, ja? Warte, wir könnten ja noch was versuchen. Ja, so ein Zwischending halt. Damit er halt nicht wegkommt. Und dann könnten wir natürlich auch das hier benutzen. Um da oben vielleicht das eine oder andere wegzubekommen. Und? Da? Bin ich gut oder bin ich gut? Hä? Habe ich mich gebessert oder was? Ich würde sagen, ja. Geil! Ey, es hat aber funktioniert. Wäre ich niemals drauf gekommen, dass ich das jetzt so ihn einkesseln kann. Aber es hat funktioniert. So, und runter mit dir. Gut, das bedeutet, wir nehmen natürlich alles mit. Es gehört ja auch alles uns.
Ey, die Sachen, glaube ich, nehme ich für die Zukunft noch öfters mit. Gerade gegen solche starken Viecher. Ey, er hat sogar den Megapithecus fertig gemacht und das heißt schon etwas. Es kann sein, dass das jetzt unser Stärkster ist. Okay, hey. Komm rein hier. Ja, nice. Und noch einmal bitte. Okay, das dauert wohl kurz. Yes, baby. Okay, ist ein wunderschönes Mädchen. Ich glaube, die braucht einen wunderschönen Namen. Deswegen halt ihr seid gefragt. Ich nenne sie jetzt erstmal Baby. Ja. Kotaro? Kotaro. Yo! Okay, wir haben ein Eis. Stimmt. Wisst ihr gerade, ich hab selten Glück hier in so Ark, ne? Das Geile ist, es ist wirklich ein Weibchen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Es war einfach ein Weibchen. Nice. Ach, war... Oh! Warte mal, wir machen es uns einen Ticken einfacher. Pteranodon, warte. So, Kotaro, ruhig da. So, also, ja, gut. Wir haben jetzt einen ultra starken Ice Griffin. Und wie stark sie wirklich ist, das werden wir jetzt sehen. Angriff wird genommen. Dilo. Ah, ne, warte mal, nicht, dass es... wir machen mal hier, Brachio. Okay, wir kennen ja noch circa, wie es halt funktioniert mit dem Sturzflug. Und zwar so. 10.000! 10.000! Oha! Los! Okay. Und dann können wir ja noch die spezielle Attacke machen. Oh mein Gott! Wie oft kannst du das machen? Okay, ich sehe aber schon, wir brauchen ein bisschen Stamina. Weil das ist schon echt Stamina-lastig hier alles. Na, 5.000 sollten eigentlich genügen. Kollege, ich sag's dir. Tu es einfach nicht. Aua, was war das? War das Hase? Okay, aber egal, mal gucken. Wie, ich will mal langsam wieder Energie haben. Ich will leben. Okay, beautiful, beautiful, beautiful. Ja, und dann auch die wunderschönen Augen, ne? So schön, ey. Und die Farben gefallen mir vorne irgendwie. Hinten ist auch cool. Hinten so irgendwie ein bisschen böse. Vorne so ein richtig nett. Aber erinnert mich auch irgendwie an einen Celestial. Und die gibt's ja auch noch. Sorry. Okay. Aber gut, dass er sehr viel Schaden macht. Mal sehen, du da oben. Was bist du? Ein Alpha, oder? Guck mal, ich will ganz kurz nur mal testen, ja? Okay, wir müssen also wirklich näher dran. Und er kann nur einmal mit diesen Dings nur einmal treffen. Und es hat keine große Range. Leider. Toxic Revenger. Hi. Na, wie lange hält es, hä? Wie lange hält das? Eis. Okay, gegen den werden wir aber nichts versuchen, okay? So, jetzt heißt es aber nur noch kurz gucken. Ja. Funktioniert es mit den Eiern? Ja oder nein? Wir werden sie jetzt erstmal da abstellen. Und das Gute ist, sie produzieren ja sehr, sehr schnell Eier. Deswegen halt, ja. Hoffen wir einfach mal das Beste. Junge, das war doch mal ein fetter Angriff. Habe ich eine Hose bekommen? Ach, schade. Ey, wait. Small Experience hat zwar... 16 Level? Nahkampf natürlich. Auch nochmal hier ein bisschen so. Und dann mal gucken, wie viel Schaden machst du jetzt. Und... 12.000. Das kann sich auf jeden Fall einen Ticken sehen lassen, oder? Ich denke mal schon. Oh, jetzt sind wir hier geslowt, ey. Es darf doch nicht wahr sein. Warte mal, Griffin, legen die auch... Ja doch, ist ein Vogel, legt Eier. Genau. So, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir auch in der nächsten Folge hier ein paar Plattformen oder irgendwas hinbauen, damit wir hier Platz bekommen. Und dann, ja. Baby, los. Lege Eier, ja? Also, ja. Ich glaube, aber es könnte noch einen Ticken dauern. Ich glaube, wir sehen das erst in der nächsten Folge. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Auch wenn es anfangs ein bisschen schief lief. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mal auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.